Blockbuster ist für 19,99 Euro für eure MetaQuest 2 verfügbar und in diesem Video bekommt ihr wie zu allen anderen Games aus dem MetaQuest Store meinen ersten Eindruck. Wollt ihr etwas Geld sparen bei diesem Game? Ich habe euch hier in der Videobeschreibung einen Link hinterlegt. Wenn ihr über diesen Link kauft, bekommt ihr einen Rabatt von 25%. Wollt ihr wissen, wie ihr eure MetaQuest noch besser machen könnt, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da habe ich euch die hilfreichsten Tipps, Tricks und Tutorials hinterlegt, die ihr auf jeden Fall kennen solltet. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich außerdem sehr über ein Däumchen nach oben freuen und schreibt auch in die Kommentare, wie ihr Blockbuster findet. Damit helft ihr nicht nur den anderen Nutzern, die interessiert sind an eurer Meinung, sondern auch mir, weil dieses Video einfach mehr Leuten angezeigt wird, wenn sich Leute über dieses Video unterhalten. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Blockbuster. So, da sind wir im Ladebildschirm zu Blockbuster. Sieht ja wirklich interessant aus, das Game, was so die Bilder im Store angeht. Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, was uns hier erwartet. Aber zumindest namhafte Entwickler mit dabei. Okay, es ist eine Spielfläche 6x6. Das sind wahrscheinlich die klassischen 2x2 Meter, die empfohlen sind, die ihr auf jeden Fall haben solltet. Press right trigger to start. Oh. Okay. Welcome to Blockbuster. Oh. Wir sind ein Monster. Ein Gojira. Push and release left. Ja gut, das wissen wir. Like a bedroom layout, punch it. How to make first. Guck mal, hier können wir. Smooth Locomotion haben wir gar nicht. Wir können jetzt. Was wir machen? Like a bedroom. C. Punching. Ah, pass auf hier. This is your room. Once selected this room, no bag size. Jetzt geht. Okay, so. Okay, dann lass uns mal Sachen zerstören hier. Ich will kaputt boxen. Welcome to your bedroom. Keep track of objectives, build cosplay. Win, Display, Prizes and much more. Was? Sag mal, können wir denn jetzt hier nur tatsächlich Music einstellen? Exit, Resume. Das geht tatsächlich nur. Okay. Mal, wir können auch andere Monster spielen. Ich glaube, im Moment können wir nur er hier sein, ne? Multiplayer gibt's auch noch. Blockbusters Multiplayer Experience is all about hanging out with your friends, showing off your cool stuff. So, ich will jetzt aber Singleplayer. Level Select. So. Next. Rock Tracks, ja. Erklärt viel. Wir gehen jetzt einfach mal raus. Und zocken jetzt mal los. Also wir sind jetzt ein Monster, müssen die Stadt verwüsten. Each city is broken into zones. Each zone contains a generator. Find the generator and pull up to unplug it. Pull the generator in front of you, okay? Okay, das müssen wir machen. Und jetzt müssen wir da unten in die City. Punch the brake. Ah. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier. Alles blöd. Okay, wir müssen jetzt hier schnell die Stadt zerstören. Muss ich jetzt alle Gebäude? Warte mal, muss ich alle Gebäude kaputt machen? Ja dann. Vielleicht sind da irgendwo die Generatoren drin oder so und wir wissen halt nicht wo. Bis jetzt habe ich auch noch keinen Generator gesehen. Ernsthaft. Was ist denn jetzt hier mein gottverdammtes Ziel? Hier muss doch irgendwo dieser Generator sein. Jetzt hauen die ab oder was?
Leute getötet? Ich weiß gar nicht. Ich mache hier gerade das ganze gottverdammte Dorf fertig, die Stadt, und trotzdem habe ich jetzt gerade Menschen zerquetscht. Kann ich das? Wow! Wow, guck mal! Ja, okay, das war nice. Okay, das war nice. Wenn man hier so die ganzen Häuser, Hochhäuser zum Einstürzen bringt. Ich hab dieses ganze gottverdammte Dorf ab. Vielleicht muss ich da hinten das Schiff fertig machen. Kann man mir das vielleicht noch mal erklären? So, ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt noch mal raus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe alles abgeräumt und irgendwie. Ach, das. Das war Freeplay. Level Destination, welcome to Bay City. Okay, da haben wir jetzt hoffentlich mal ein Ziel. Das war wirklich Freeplay und. Och, ist das doof. Was ist denn jetzt mein Ziel? Aber was ist denn jetzt hier schon wieder Hit? Ach, warte mal, wir müssen jetzt hier, guck mal, der Bereich ist abgesperrt. Wir müssen jetzt hier dieses Teil finden. Jetzt verstehe ich, okay. Hier ist wie so ein Käfig. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Bay City? Ich weiß nicht, was ich da eingesammelt habe. Da. Jetzt ziehe ich den raus. Rausgezogen, jetzt komme ich in den nächsten Bereich, oder? Und noch einer? Ach, da vorne, da kann ich reinboxen. Okay. Das ist halt immer dasselbe Prinzip, dass es dann eine Stelle wahrscheinlich in dem Zaun gibt, ja. Oder vor dem Zaun, wo man dann reinboxen kann. You are dying. See the timer and hear your heartbeat. You are dying. Heal yourself before the time runs. Okay. Wieso bin ich am Sterben? Aber wieso sterbe ich denn? Warum bin ich jetzt gestorben? Mich hat doch niemand angegriffen, oder? Wir können ja nachher noch andere Monster freispielen, die vielleicht andere Fähigkeiten haben oder so. Guck mal. Locked. Ist noch locked. Complete Bay City. Also haben wir auch noch ein schönes Level-System. Multiplayer nicht zu vergessen. Aber wir müssen hier wahrscheinlich gar nichts kaputt machen. Oder irgendwo ist einfach das Teil. Oder ist es tatsächlich irgendwo drin, weil ich sehe es auch gerade nicht. Habe ich jetzt echt Glück gehabt. Ja, das ist unter Gebäuden, alles klar. Das ist hier irgendwo eine Stelle frei. Ah, Carnage Power. Eating peoples and cars grant you carnage. Wir müssen die Leute und Autos essen. Komm her.
Na komm her. Na komm her. Ist das krass. Oh, wir sind gewachsen, habt das. Oh! Okay, so langsam. Ja, wir sind wahrscheinlich noch zu klein. Um die. Oh nein. Hier, ja, komm her. Rothaarige. Oh. Und da müssen wir echt aufpassen. Die greifen uns hier knallhart an, ne? Da kennen die nichts. Na komm hier, yam yam. Juhu. Komm her. Miam, miam. Okay, so muss ich ehrlich sagen, es ist immer noch natürlich ganz großer Quatsch, aber es macht Spaß. Es ist, ich kann's, wenn man dann noch wachsen kann, wer weiß, wie groß man hier werden kann, was da nachher noch für aberwitzige Level kommen, dann ist das Ganze schon wieder aus meiner Sicht eine etwas andere Nummer. Bin aber noch nicht groß genug, um Autos essen zu können. Das kommt wohl dann auch noch. Na komm, dann wird das hier drin sein. Nee. Das, ah, da. Da, 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 da. Oh no, oh no. Nom, 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 nom. No, no. Nom, 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 nom. Und wieder gewachsen. Da vorne, der Soldat ärgert sich immer noch. Ja, komm her hier. Hau ab. Was bist du denn? Komm her. Wieder gewachsen. Komm hier. Oh, oh, schnell weg. Da habe ich irgendwie Hit 4. Ich weiß aber auch, also ich weiß auch immer noch nicht so ganz wofür. Ich würde jetzt irgendwie schätzen, wahrscheinlich ist hier der Stromgenerator drin. Oh, ich habe Blut vergossen. Ist er leider nicht. Da vorne haben wir aber ein Item. Töten. Oh, jetzt habe ich. Ach du. Okay, okay, okay. So. Oh, jetzt wird's aber. Boah, jetzt kriegen wir hier aber ab. Okay, es wird. Mann, wo wirft er denn hin? Oh nein! Ich wollte die essen. Ah, leider. Ich vermute, wir müssen eine gewisse Größe haben, damit wir dann Autos. Oder, ach, guck mal da hinten, das Schiff, das ist jetzt in Bewegung. Die sind jetzt aber stinkig hier auf uns, oder? Okay, guck mal, das ist jetzt so richtig schön. Ach du Scheiße. Oh nein, wir schrumpfen wieder. Boah, Kacke. Da war nichts, ne? Oh, hier ist es echt. Okay, also hier, ihr könnt hier nicht einfach nur euch darauf verlassen, dass ihr euch hier zur Seite teleportiert. Also dafür braucht ihr wirklich hier den Platz,
um dann so ausweichen zu können. Oh mein Gott, ich krieg hier aufs Maul. Ich habe einen Sanitäter platt getreten. So, Schiff geht um, runter. So, Level geschafft. Sehr schön. Also doch, das hat Spaß gemacht. Muss ich sagen, total hirnrissig. Total hirnrissig. Aber hat Spaß gemacht. Ciao. Boah. Ja, da wo ich war. So, und jetzt müssten wir zumindest noch mal eine Sekunde. Wir haben kein neues Monster bekommen. Wir haben hier aber so Klötze bekommen. Und jetzt müssen wir das nächste Level aussuchen können. Locked. Main Objectives. Leider alles auf Englisch, ne? Ich denke mal nicht, dass wir hier noch was anderes einstellen können. Refresh Voice. Leider alles auf Englisch, was ein bisschen blöd ist. Player Collection, Rare, Legendary. Ihr sagt, hier können wir die Ziele sehen, aber so richtig geht das auch noch nicht. Also da muss man sich wahrscheinlich ein bisschen länger reinfuchsen. Jetzt gucken wir uns noch mal an, wie der Multiplayer-Modus funktionieren würde. Hosting. Ja, wir hosten jetzt mal. Dann gucken wir mal, wie das Hosting. Ach, ist offen. Ja, okay, dann ist da wahrscheinlich ein Room und die Leute, die. Ich weiß es gar nicht, wie es dann funktioniert. Die Leute sehen es dann wahrscheinlich. Guck mal, hier können wir dann nachher. Gorilla. Ultraviolet, also alles halt so ein bisschen auch beliehen vom King Kong und Godzilla Universe, sag ich mal. Ja, und das ist hier Toy Chest. Ach, da können wir noch eine Spielkiste. Es ist für 19,99 € wirklich viel zu wenig, finde ich. Also da diese Holzkisten, die Gebäude darstellen. Der Spielmechanismus, der hat dann Spaß gemacht. Aber mein Gott, wie oft macht man das denn? Ich meine, wir müssten mal zur Maniküre, aber wenn die zumindest in den 19 Euro mit drin wäre, wisst ihr? Guck mal, ihr habt noch ein paar Level. Okay, der Bug, der zählt dann schon mal nicht. Aber, ach, guck mal, können wir jetzt hier? Ne, hier kommen wir immer noch nicht weiter. Auf jeden Fall habt ihr noch ein kleines Statistikcenter. Ja, und ich muss sagen, für 19,99 € ist es mir hier trotzdem zu wenig. Es ist cool, dass es einen Multiplayer-Modus gibt. Es ist ein cooles Gefühl, sich so wie so ein Riesenmonster zu fühlen, was eine ganze Stadt auseinanderreißt. Aber es ist technisch doch sehr einfach umgesetzt. Und es ist auch extremst kantenflimmerig. Es hat einen schönen arcadigen Charakter. Das schätze ich an dem Spiel sehr. Ihr im Prinzip werft ihr nachher alles mit Gebäuden ab, ihr esst Leute, ihr könnt wachsen und ich würde es gerne mal ausprobieren, so richtig riesig zu werden. Und der Multiplayer-Modus, den solltet ihr euch dann wahrscheinlich auch mal angucken. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, für 9,99 € geht das hier klar. Für 19,99 € echt zu viel. Was ich euch aber anbieten kann, ist, über den Link in der Videobeschreibung könnt ihr das Spiel für 15 € kriegen. Zumindest mal 5 € Rabatt und zusätzlich unterstützt ihr noch die Zockstube. Trotzdem möchte ich ehrlich mit euch sein, das wäre hier wohl nicht meine erste Wahl als Game auf der Quest. Wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da, schreibt eure Meinung unbedingt in die Kommentare und hier auf der rechten Seite findet ihr die besten Tipps, Tricks und Tutorials auf eurer MetaQuest. Das Video auf der linken Seite dürfte euch auch interessieren. Vielen Dank für eure Däumchen, Kommentare und vor allem auch an die Patreons für eure finanzielle Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!